Aspekt des Schmelztiegels Blüte ist eine Anrufung, die wir erhalten können, wenn wir in den uralten Ruinen sind. Und von dort aus müssen wir einen unterirdischen Gang gehen, der komplett hier über die Karte reicht und dann im Endeffekt hier hinten in so einem Art Pavillon stattfindet. Und da zeige ich euch natürlich den Weg, weil der sonst etwas tricky ist. Also starten wir hier von der Gnade aus und gehen hier einmal komplett lang. Nutzt euer Pferd, um an den Dingern vorbeizuhüpfen. Geht dann hier einmal rechts entlang. Lauft den Weg komplett durch bis hinten hin. Rechte Seite immer halten. An diesem Pavillon links vorbei. Und hier an der Höhle da einmal rechts vorbei. Hier einmal rechts lang und ihr kommt dann hier hinten in so ein kleines, ja, Gewölbe. Da müssen wir einmal kurz runter und hier einmal durchlaufen. Einfach geradeaus immer weiter. Da kommen jetzt einige Gegner, erledigt die und jetzt können wir hier hinten links in der Ecke und so ganz komisch da hochspringen. Versucht das, das geht auf jeden Fall und ist ein bisschen tricky, aber schafft ihr hundertprozentig. Und wenn wir dann hier oben angekommen sind, dann gibt es hier noch einen Schalter und den können wir einmal drücken, um den Aufzug zu holen, um dann eben nach unten zu kommen. Wenn wir jetzt unten angekommen sind, gehen wir nicht hier entlang, sondern wir drehen uns einmal um und gehen diesen Weg. Folgen diesem Weg einmal mit unserem Pferd bis relativ ans Ende und dort findet ihr auch die Anrufung, wird von einer Blüte bewacht. Hier sehen wir es auch nochmal und da schnappen wir uns die Anrufung.